sitzt in Italien. Vor wenigen Tagen am Luganer See. Italienische und Schweizer Polizisten durchsuchen Nadas Privathaus und seine Büros. Der Verdacht, Nadas internationales Firmengeflecht Al-Taqwa in der Schweiz und in Liechtenstein soll eine Geldquelle islamischer Terroristen sein. Wir haben unser gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren eröffnet aufgrund eines konkreten Tatverdachts, dass hier illegale Unterstützung für terroristische Organisationen, die im Zusammenhang mit den Attentaten des 11. September stehen, durchgeführt worden sein könnten. Das US-Justizministerium nennt auf seiner Liste der Terrorverdächtigen konkret Youssef Nader und seine Al-Taqwa-Bank auf den Bahamas, die Al-Taqwa Management in Lugano und Naders Al-Taqwa Trade in Liechtenstein. In Liechtenstein ist Naders Firmengruppe gut getarnt in diesem Bürohaus untergebracht. Es gibt keinen Hinweis auf Naders Firmen, nicht einmal einen Briefkasten. Typisch für Liechtenstein, Naders Firmen sind in einer Treuhandfirma verborgen, die ein Mitglied des Fürstenhauses gründete, die Treuhandfirma Azad Trust. Der Treuhänder schweigt über seinen Kunden Nader. Für den Geldwäscheexperten Hans-Jörg Elshorst ist es kein Zufall, dass Nader sein Imperium in der Schweiz, in Liechtenstein und auf den Bahamas aufbaute. Also wenn die Firmenkonstruktion in den 80er Jahren in diesen Ländern und diesen Orten ausgebaut worden ist, dann wussten die Leute, die das taten, dass die Schweiz und Liechtenstein Plätze waren, in denen man Geld verstecken konnte. Und sie wussten, dass in den Bahamas man Bankgeschäfte machen konnte, die eigentlich den Namen nicht verdienten. Das Ziel war ganz offensichtlich, etwas so zu gestalten, dass es intransparent war. Nassau auf den Bahamas. Schon im Oktober berichtete Frontal 21 über Naders dubiose Al-Taqwa-Bank. Bereits 1995 warnten italienische Antiterrorfahnder vor der Islamischen Bank. In einem internen Bericht, der Frontal 21 vorliegt. Im Fahndungsbericht heißt es über die Bank Al-Taqwa Limited: Sie ist die wichtigste finanzielle Struktur der Bewegung der Muslimbrüder und der extremistischen islamischen Organisationen, die von der Muslimbruderschaft inspiriert sind. Erkenntnisse, die auch ein ehemaliger islamischer Bankier bestätigt. Er möchte unerkannt bleiben. Al-Taqwa ist der finanzielle Arm der Muslimbruderschaft. Sozusagen eine Schwesterorganisation der islamischen Gruppe Jamaa al-Islamiyya. Die Führung der Islamisten sitzt in der Schweiz und ist mit der Al-Taqwa-Bank verbunden. Das erklärt sich durch die engen Beziehungen zwischen der Muslimbruderschaft und der palästinensischen Hamas-Bewegung. Doch die damalige Schweizer Bundesanwältin Carla Del Ponte ignorierte die Warnungen der italienischen Terroristenjäger. Jahrelang blieb der Bericht folgenlos, obwohl er konkrete Terrororganisationen nennt, die Geld von der Al-Taqwa-Bank bekommen haben sollen. Noch einmal, schon 1995 schrieben die Fahnder, die Bank Al-Taqwa Limited unterstütze und finanziere extremistische islamische Organisationen. Zum Beispiel die Bombenleger der Jamaa al-Islamiyya, die algerische Heilsfront FIS und den Ableger Jia, sowie die palästinensische Hamas. Selbstmordattentat gegen Israel. Dafür ist die Hamas bekannt, die sich Islamische Widerstandsbewegung nennt. Der jüngste Anschlag im Sommer 2001 sprengt ein Selbstmordkommando der Gotteskrieger eine Pizzeria in Jerusalem in die Luft. 18 Menschen sterben. Dieser Mann befürwortet offen den Terror gegen Israel. Ahmad Huber, Verwaltungsrat der Al-Taqwa-Firmengruppe, Geschäftspartner von Youssef Nader. Huber ist ein bekannter Schweizer Rechtsextremist. Ist es legitim, gegen den Staat Israel Gewalt anzuwenden? Natürlich, klar, selbstverständlich. Wir sind im Dschihad, nicht wahr? Jeder Moscheeprediger, ich habe das immer wieder gesagt, die Schaffung Israels war eine Kriegserklärung, eine Aggression an die Umma, an die Weltglaubensgemeinschaft der Muslime. Miteigentümer von Naders Al-Taqwa-Bank ist auch Ahmed Nasreddin, Finanzier des Islamischen Zentrums Mailand. Mailand gilt als europäische Zentrale der radikalen Islamisten.
Im islamischen Zentrum, das Nasreddin maßgeblich finanziert, wurden jetzt zwei mutmaßliche Mitglieder von Bin Ladens Terrororganisation Al-Qaida verhaftet. Und Al-Taqwa-Bankier Nasreddin vertreibt über seine Firmen Videos, die den Guerillakampf der Dschihad-Gotteskrieger in Algerien verherrlichen. Jene Terrorgruppe, die auch schon die italienischen Fahnder als Geldempfänger der Al-Taqwa bezeichneten. Und noch ein Muslimbruder taucht unter den Teilhabern der Bank Al-Taqwa auf. Neben Youssef Nader findet sich Ali Galeb Himmert unter den Hauptaktionären. Himmert lebt wie Nader abgeschirmt in einer Luxusvilla im italienischen Campione. Ein Interview lehnt der islamische Bankier ab. Die Al-Taqwa-Spur führt nach Deutschland. Denn in München leitet Al-Taqwa-Bankier Himmert die Islamische Gemeinschaft, einen Moscheeverein, den der Bayerische Verfassungsschutz schon im Oktober in Frontal 21 als extremistisch bezeichnete. Die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. tritt nach außen sehr gemäßigt auf. Tatsächlich beherbergt sie aber zahlreiche Mitglieder, Funktionäre und Anhänger der ägyptisch orientierten Muslimbruderschaft, die ihrerseits fundamentalistische Tendenzen vertritt und weltweit letztlich einen sogenannten Gottesstaat nach iranischer oder auch afghanischer Prägung errichten will. Erst jetzt, nach den Anschlägen vom 11. September, haben die Fahnder begonnen, die lange geduldeten Geldtransfers der Islamisten zu stoppen. Bis heute genießt die islamische Gemeinschaft den Status der Gemeinnützigkeit. Wenigstens das soll sich jetzt ändern.